Kannst du heute eine Flasche entkorken, verschiebst nicht auf morgen. Das ist leider das einzige Problem beim Weintrinken ist der Alkohol. Ansonsten ist das alles wunderbar. Wir werden eine Flasche schaffen. Du, die müssen wir schaffen, weil ich sagte, als wenn die nicht ausgedrungen wird, dann würde ich andere zum Mörder machen. Das ist das Allerschlimmste, was passiert. Jetzt fahren wir zu Eva Raps, einer tollen jungen Frau. Eva Raps war natürlich lange Zeit auch Geschäftsführerin des VDPs, des Verband Deutscher Prädikatsweingüter, und da habe ich sie kennen und schätzen gelernt. Und da ist wirklich eine tolle Freundschaft entstanden, weil Eva, sag jetzt mal so, als Typ das Anliegen, Herzenswunsch, was bewegen zu wollen. Und wir haben ja diesen schönen Satz in unserem Heft gegeben. Ich wusste immer, dass man Platz in einem Weingut ist. Ist doch wunderbar, wenn jemand, der aus einer Funktion eines Funktionärs in einen Bereich reinkommt. Und das hat sie toll gemacht mit ihrem Lebensgefährten, den Urban Kaufmann, der aus der Schweiz kommt. Haben sie gemeinsam das Weingut Hans Lang in Hattenheim übernommen. Und ja, ich freue mich jetzt, dass wir hinfahren. Wir sind hier im Weingut Kaufmann. Mein Name ist Urban Kaufmann. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz und habe vor 5,5 Jahren meinen Traum vom eigenen Weingut hier in Hattenheim im schönen Rheingau, wo die nicht weit von Wiesbaden entfernt ist, erfüllt. Bei der Suche nach dem Weingut hat er dann auch gleich die Frau seines Lebens gefunden. Das bin ich, Eva Raps. Ich war 17 Jahre lang Geschäftsführerin des VDP. Der besten Weingüter Deutschlands und eigentlich schon einige Jahre auf der Suche nach dem Winzer meines Lebens. Dann ist er mir begegnet und dann haben wir gemeinsam nach einem Weingut gesucht. Winzer war er damals noch nicht, sondern Appenzeller Käsemeister. Wir bewirtschaften rund 20 Hektar, Hauptsorte natürlich klar Riesling, was die Hauptsorte schlechthin im Rheingau ist, aber daneben haben wir auch alle Burgundersorten, im Speziellen Spätburgunder, sprich Pinot Noir. Unsere große Leidenschaft. Genau. Hier sind wir jetzt im Weingut. Das alte Weingut heißt Kaufmann. Hier findet gerade eine tolle Degustation statt, wo ganz tolle Weinverkoster da sind. Er guckt schon gleich, was los ist. Schau mal, die Eva Raps ist schon ganz nervös. Ich glaube, ich erkenne von der hinten, dass er hätte, dass der Kai Schattner ist einer der prominentesten deutschen Sommeliers. Ja, wir versuchen jetzt, uns über die verschiedenen Tanks und Fässer einen Überblick zu schaffen und verschiedene Qualitäten halt festzulegen und sie dann halt auch in einer gewissen 62. Menge auf den Markt zu bekommen, was halt passt, was zusammen gelesen wurde, was in verschiedenen Tanks und Fässern ausgebaut wurde und dementsprechend halt auch 27. dem Stil des Hauses gerecht zu werden. Ihr habt jetzt gerade eine wichtige Phase, ich habe einen Entschuldigung, dass ich da gestört habe. Ihr seid bei dem Küvitieren eurer Weine. Was kann ich mir darunter noch vorstellen? Das war tatsächlich eine der spannendsten Erfahrungen. Ich dachte ja eigentlich auch, ich kenne mich auch so ein bisschen mit Wein und die Klassifikation und so, aber wie viel tatsächlich dann dieser letzte Moment, welche Weine kommen in den Gutsriesling, welche wähle ich für den Ortsriesling, welche für den Tell und die dann so kombinieren in das Verhältnis der einzelnen Chargen, dann so zu bestimmen, dass es sitzt und dass es sensorisch nachher nachvollziehbar ist, auch die Qualität der Weine. Und ich glaube, das macht letztendlich das Quäntchen aus von einem sehr, sehr guten Winzer zum Spitzenwinzer. Diese Arbeit. Das erzähle ich ja immer wieder. Am letzten der Mensch, der Winzer, der Geschmacksvorstellung hat, eine Küvitierung, ja, eine Zusammenstellung von, wie entwickeln sich ein Weinküvier, und das bin ich fest überzeugt. Weil ich glaube, es gibt tolle Lagen, es gibt tolle Dinge, aber trotzdem fragen wir, kriegen es nicht hin. Also merkt man das nach 2 Jahren, korrigiert man sich dann schnell oder wie ist das denn? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ja? Nee, deswegen ist Urban heute auch so angespannt, weil das ist für uns so extrem wichtig, dieser Moment. Und den haben wir auch immer mit solcher Sorgfalt gemacht und dann auch wirklich lieber 2-3 Mal nachprobiert und nochmal irgendwie was verändert, dass wir eigentlich nicht grundsätzlich sagen können, das hätten wir jetzt, manche Jahrgänge, ja, da war einfach zu viel Süße im Weißburgunder oder so, aber das kannst du ja nicht ändern. Aber so in der Zusammenstellung, da wo wir einen Einfluss drauf hatten, haben wir noch keinen Wein wirklich bereut. Ihr habt wie viel Hektar nochmal? Fast 20. Boah, das ist schon groß. Wie viele Leute habt ihr denn mittlerweile hier?
Ja, wir sind so 5 ja. Festangestellte. Schöne Betriebsgröße, gell? Genau, wir essen noch gemeinsam zu Mittag. Und wer ja, kocht? Dann hat man natürlich noch ein paar Aushilfen oder gibt's so. Gibt es fränkische Küche, wer kocht? Syrische Küche haben wir mittlerweile. Syrisch? Aha, super. Genau. Also die Integration ist hier auch angekommen. Genau. Komm her, Mensch. Also, lass uns mal ein bisschen reden. Was ich habe gerade gesagt, so toll finde, dass du den Mut geschafft hast, von einem unglaublich erfolgreichen Käseproduzent, also aus der Schweiz kommt. Ihr seid ja in der Schweiz sehr privilegiert, finde ich. Also ich liebe ja die Schweiz. Ich finde, dass ihr da ganz besondere Situation habt, den Weg zu gehen, in den Rheingau zu kommen, natürlich mit der Eva gemeinsam und das Weingut zu machen. Was war die Intention, Wein zu machen? Wann kam das? Ja, also das war ein langer Prozess. Wo der Käse ist, ist der Wein ja auch nie weit weg. Und so ging ich eigentlich schon in jungen Jahren mal halt zu einer Weinprobe und fand das super spannend. Das Interesse wurde dann halt im Laufe der Zeit immer größer und ja, irgendwann war halt die Idee entstanden, oder der Traum, warum nicht den eigenen Wein zu machen. Welcher Wein hat dich am Anfang begeistert, wo du sagst, das Mensch, das ist so ein Wein, den möchtest du gern trinken oder vielleicht auch selbst mal machen? Oder wie kommt das? Muss ja irgendwas, wo so, ich rede immer von diesen Schlüsselmomenten, ja, wo du sagst, boah, jetzt ist so, das schmeckt mir toll, das ist was anderes. Kannst du dich erinnern? Das waren 2 Weine. Ja. Das eine war eine Weinprobe in Zürich, wo Le Fleuve. Domaine Fleuve, eine ganz große Domäne. Da war die Grand Dame persönlich da. Major Claude. Das war so das erste für mich, so ein Highlight. Und das zweite war, als wir uns dann schon kannten. Wir hatten am Anfang ja Fernbeziehung. Da kam ich mal ein Wochenende zu ihr zu Besuch. Und wir schenken uns auch heute noch die Weine gegenseitig immer blind ein. Und der andere muss dann was dazu sagen. Und sie hat mir damals einen Burgunderkelch hingestellt. Und für mich war klar, also das muss Burgund sein, weil das war so große Klasse. Da hat man so ein Bild im Kopf und so eine Vorstellung, das kann ja nicht anders sein, oder? Ja, also für mich unvorstellbar gewesen, dass es in Deutschland sowas gibt. Und damals, das war dann irgendwann für uns so ein Schlüsselerlebnis, wo wir gesagt haben, also wenn wir mal das Weingut gefunden haben, das wäre schon schön, wenn da auch ein bisschen Pinot stehen würde. Zumal ich zu dem Zeitpunkt in der Schweiz auch in einem Spätburgunderbetrieb mitgearbeitet habe. Bei wem? Bei Weingut Bachtobel. Mhm. Die waren nicht so weit von der Käserei entfernt. Wie ist das denn von der Art des Arbeitens? Weil bei Käseproduktion ist ja so, wenn ich einen, Entschuldigung, dass ich das so schwarz-weiß mache, weil du produzierst einen Käse, du hast schnell ein Produkt, du hast eine etwas kürzere Zeit das Ergebnis. Beim Wein einmal im Jahr kannst du einen Käse relativ schnell reproduzieren, weißt, wo der Geschmack liegt. Und beim Wein ist ja erstmal ein ganz anderer Weg, oder? Ja, das also mal beim Käse ist es wirklich so, wenn man tagtäglich seine Produktion hat, 365 Tage. Also wenn man seine Rezeptur mal hat, dann wird man da nichts mehr dran ändern. Und das ist natürlich beim Wein komplett anders, weil da halt viele andere Faktoren noch mit reinspielen, vom Wetter her, Ausbau. Also mal beides ist eine Kunst für sich. Absolut. Also man auch jeden Tag ein gleichbleibendes Produkt herzustellen, das ist ja auch nicht so das einfach. Und dann hast du dich da reingearbeitet, weil es ja eine ganz andere Art des Lebens. Ja, das Leben hat eine andere Geschwindigkeit bekommen. Ist es noch langsamer als in Bern, oder? Es ist 1000-mal schneller. Ehrlich? Ja, also das ist in der Käserei, da war im Prinzip der ganze Tag fast auf die Minute genau getaktet und im Weingut steht man morgens auf, hat irgendwo seine Arbeit, wo man denkt, das muss jetzt heute erledigt werden und dann kommen da Telefonate, da kommt irgendwie eine Frage. Ganz unverhofft kommt da Besuch
Ja, ich habe den anderen einfach gemacht, weil ich wollte ja immer schon vorbeikommen. Und dann wisst ihr ja immer, weil ihr seid so prominent und da keinen Termin zu kommen, ist das sehr schwer. Und wenn ich hier mal dann mir die Zeit nehme, dann freue ich mich, dass ich auch die Zeit habe, herzukommen. Jetzt kommen wir mal zu dem Spätburgunder zurück, Pinot Noir. Der schmeckt ja richtig gut. Wir haben die ganze Vinifikation, was jetzt Pinot betrifft, eigentlich der Schweiz angelehnt, das ist so wie ich das damals im Weingut gesehen habe, haben wir das eigentlich ein Stück weit fast unwissend einfach mal 1:1 kopiert und dabei kamen komplett andere Weine. Da sind komplett andere Weine entstanden wie beim Vorgänger. Aber jetzt nochmal, wer hat dir so also ein bisschen unbezahlbar. Wer denn? Also das Vorbild von der Machart her war das Weingut in der Schweiz. Ja, wer denn? Weingut Bachtobel. Bachtobel, ja. Toll. Mein lieber Schwan, also. Und da sind wir eigentlich auch ganz glücklich, dass wir hier in Hattenheim, also im mittleren Rheingau sind, weil genau im Prinzip die Kühle in den Lagen hier, Hattenheim, Altbergen, Eva. Eigentlich für Pinot. Urban. Ja, wir machen das gemeinsam. Nein, das finde ich aber ganz toll. Also, es tut mir leid, eure Weißweine fallen mir gut. Also, aber mit dem Spätburgunder habe ich gar nicht umbringt. Weißt du, was ich so toll finde? Weil man merkt die Sensitivität, die da drin ist. Verstehst du, wo ich hin will? Das ist großartig. Was kostet so eine Flasche, wenn sie verkauft wird, per Informbau? Die haben wir natürlich auch an den Paul angelehnt. Ach so, gleich bei uns zurück, wo der gerade hier gelandet, oder? Nee, das noch nicht, aber 70 Euro. Aber das ist natürlich ein stolzer Preis, erfahren Leute. Erstmal, das ist ein Thema. Warum? Der Wein ist das Geld wert, das ist nicht die Frage, aber ein Sprung für ein Weingut, wo man nicht kennt und die fangen mit 70 an, ist aber, ja immer dieses Misstrauen. Die Keller kaufen ihn. Ja, glaube ich. Ja. Also, darf ich dann, wenn du mir jetzt gesagt hast, ich fange jetzt an mit 70 Euro Rotwein, dann pass mal auf, hätte ich gesagt, was okay, hätte ich gesagt, pass auf, bei mir bestellt das mal, guck mal, was die Eva gerade jetzt für einen Blödsinn macht, weil irgendeinen Grund hat die mit 70 Euro. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich, da hätte ich geguckt, weil ihr seid, weil ich mich interessiert hätte, aber der Wein ist das, also der Preis ist das, das ist überhaupt keine Frage, das ist wert. Aber erstmal hätte mich das geschockt, weil ich sage, Hammer, Hans Lang, Weingut früher, kommt aus einem gewissen Portion und dann geht das so hoch, boah, toll. Das 16 war ein Top-Jahrgang für Pinot. Naja, aber der 14er und 15er waren ja auch schon gut. Ich würde unterschreiben. Aber mein Glas nicht. Ich schenke dir auch da was ein. Du musst einfach mal wissen, wie man da einstellt. Immer mit Liebe. Immer langsam. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Viele achten nicht auf diese Art des liebevoll Umgehen. Also die sind alle so ruppig. Ich bin ja eher grobmotorisch unterwegs manchmal und denke, was ist das? Aber wenn ich beim Wein bin, dann bin ich ganz einfach. Weil da muss man ganz voll mit Liebe. Deswegen habe ich auch einen Dropstop dran gemacht. Ich brauche das. Das finde ich schon auch eleganter. Ja, für dich ist das klar, verstehe ich das. Aber ich brauche sowas, weil ich ja jahrelang geübt habe, aber dieses Servieren, also, das finde ich so gut. Und bei der Gelegenheit stört es euch nicht, wenn ich mir auch noch ein bisschen einschenke, oder? Wir werden eine Flasche schaffen, ja. Du, die müssen wir schaffen, weil ich sagte, wenn die nicht ausgedruckt wird, dann würde ich andere zum Mörder machen. Das ist das Allerschlimmste, was passiert, wenn ein solcher Wein, egal in welchem Zustand du bist, okay, wenn du aus auf Order bist, darfst du den gerne aufmachen und was tun. Aber das ist ein ganz großartiges Produkt. Und wenn man den nicht leer trinkt, also ich gönne allen für morgen was, aber ich finde nochmal, sorry, Dankeschön, das ist mega.